Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Risen 2. Ja, wir sind... Ihren Bericht, Leutnant. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmaler aus. Was soll das heißen? Uns sind einige Kisten abhanden gekommen. Und wie bei den Göttern konnte das geschehen? Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen haben. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bewacht? Weil... Weil? Weil die Männer die entlaufenen Sklaven verfolgt haben. Die bitte was? Dazu wollte ich gerade kommen. Rockford! Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber... Die Fuego. Der Hohe Rat hätte niemals einem Zivilisten das Kommando überlassen dürfen. Ganz meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung gefragt? Weggetreten! Okay, schön, mal ein paar Gespräche hier mit anzuhören. Können wir das Zeug nehmen, ohne dass jemand sauer ist? Dann nehmen wir mal den ganzen Proviant hier. So wie man das als Rumtreiber macht. Sieht gut aus. Dann haben wir mal ein bisschen Proviant. Ich glaube, da könnten wir sogar ein bisschen was nehmen gleich. Dann sind wir auch wieder full life. Seh mal an, wer da kommt. Na, wenn das mal nicht der Flegel ist. Er sieht auch aus wie ein Flegel. Was meinst du, was er gemacht hat? Hat der Kommandant nicht gesagt. Schätze, er hat was ganz Ungezogenes mit seiner kleinen Freundin angestellt. Kannst ihm nicht übel nehmen. Komm, wir gehen was essen. Gerade nicht. Isst was. Wow, was für Assis. Darf ich hier rein, ohne dass jemand sauer ist? Sieht gut aus. Oh, da ist sogar noch ein Typ. Hi. Verdammt nochmal. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Ja, brauchst du Hilfe? Ich suche Arbeit. Ich hab genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen? Das hört sich gut an. Verstehst du was vom Kochen? Ich kann Fleisch braten. Ich rede nicht davon, einen Brocken Fleisch auf einen Stock zu spießen und ihn am Feuer verkokeln zu lassen. Ist auch egal. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Du hast sie gehört. Du hast sie gehört. Tja, in dem Fall habe ich keine Arbeit. Für keinen von euch. Ja, komm, dann rede ich ja mit ihr. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Wir können das Gold gut gebrauchen. Wir. Ich soll die Arbeit machen und du sackst das Gold ein. Ich werde ein paar Botengänge erledigen. Ach so. Du spazierst schön durch die Gegend und die Frau steht hinterm Herd. Vergiss es! Okay. Ich bin noch nicht gut genug. Ach, es ist doch nur für einen Tag. Na dann stell dich doch selbst an den Herd. Ich kann nicht kochen. Dann wird's Zeit, dass du's lernst. Okay. Schon gut. Ich will nichts mehr davon hören. Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Okay, du bist toll. Das ist doch super. Und jetzt beweg dich. ich hoffe, wir können mit der, haben wir mit der irgendwie da eine Beziehung oder so? Ich will die nämlich nicht verärgern und sie zwingen, in die Küche zu gehen, wenn sie keinen Bock hat. Hi. 26, 27, 29, was? Du hast 28 vergessen. Hör mal, ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Ich sehe nichts. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Ja. Ich will mir etwas Gold verdienen. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz. Ja, der will nichts.
Ich muss auf die andere Seite der Insel. Es ist nicht ungefährlich, die Insel zu bereisen. Überall lauern wilde Tiere. Einige unserer Sklaven sind entkommen und machen jetzt den Dschungel unsicher. Und irgendwo im Osten gibt es die Piraten. Ohne robuste Kleidung und genügend Proviant solltest du nicht losziehen. Ja. Was weißt du über die Piraten? Ich? Gar nichts. Hab noch nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Wenn du was über die Piraten wissen willst, sprich mit Rock vor. Gibt es eine Karte der Insel? Wenn ich du wäre, würde ich die Fuego fragen. Er ist der Gouverneur von Puerto Sacarico. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dich so zu ihm lassen. Hm. Halt nackt, wie du bist. Sieh dir wenigstens ein Hemd an. Wo bekomme ich Kleidung? Frag mal Carter. Er sitzt oben beim Turm und bewacht den Gefangenen. Kann schon sein, dass er was für dich hat. Wo gibt es Proviant? Sprich mit Osorio. Er kann dir was verkaufen. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut. Zurück zu den Kisten. Wo war ich? 28. Wirklich? Wirklich. Gut. 28, 29, 30. So, dann gehen wir zu dem. Entschuldigung. Verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Gut, dann wissen wir das zumindest. Ich brauche Proviant. Okay, der Typ hätte Rum, Krog und Proviant. Kostet 28, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay, aber die Quest haben wir erfüllt, gibt 50 Ruhm, ist so eine super Sache. So, den Apfel da, der strahlt mich schon die ganze Zeit an, den nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit dem, hi. So eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt die Fuego. Der Hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Sacarico gemacht. Der Mann macht mich noch wahnsinnig. Hm. Du hast ein Problem mit Di Fuego? Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten. Das könnte ich doch machen. Ich suche das Piratennest. Moment mal. Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Kann ich machen. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Mhm. Gib mir das Gold. Ich überbringe deine Nachricht. Gut. Hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Ich habe schon mit Pedro gesprochen. Dann weißt du ja Bescheid. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Soll ich Umgang mit der Klinge lernen? Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, auf was wir uns spezialisieren sollen. Ich warte jetzt erstmal. Ich muss weiter. Ich bin da anfangs immer unschlüssig, wenn Feuerwaffen relativ gut sind, vielleicht sogar Feuerwaffen, weil die kommen mir dann wahrscheinlich am stärksten vor. Wache, Wache, ignorieren wir mal. Das ist wahrscheinlich auch noch eine Wache. Wo willst du denn hin? Ich will zu Di Fuego. Zieh dir gefälligst was Ordentliches Stimmt. an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Wo können wir nochmal? Überleg dir gut, Ja, Entschuldigung. Wenn du klaust, gibt's Ärger. Kann ich jetzt speichern? Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ja, okay. Ich gehe ja schon. Geht weg. Da gehe ich wann anders hin. Der Turm. Ist hier irgendwo ein Turm, bevor wir zum Piraten sind. Ich denke mal, das wird der Turm sein da oben. Dann gehen wir erstmal da hin und holen uns vielleicht ein paar Klamotten. Dass wir hier nicht ganz nackt rumrennen. Ja, hier sieht es auch nach dem Gefangenen aus. Ob das immer noch wieder der ist von letzten Mal? Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Hm. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen?
Ich hoffe, die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schief gelaufen. Nee, das ist gut gewesen. Die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sag ich immer. Und was machst du jetzt? Ich gehe zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Das ist eine Sache. Abgemacht. Im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone. Der Kerl schuldet mir noch Geld. Er wird dir den Dietrich umsonst geben, wenn er glaubt, dass ich dich geschickt habe. Also sag ich ihm was? Ganz so einfach ist das leider nicht. Du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür, dass du auch wirklich von mir kommst. Dann besorge ich das Zeug mal. Wir werden ja schon jetzt mit Quests bombardiert. Wie komme ich an das Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Okay, das hört sich schon mal gut an. Mach mich zu einem Dieb, darauf freue ich mich schon. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ich will ein guter Taschendieb werden. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Hast du ein paar Tipps für Anfänger? Geht's nach 2? Ich will ein besserer Dieb werden. 1000 Gold gewissen nach 5. Diebeskunst plus 1. Ich will ein guter Taschendieb werden. So gut bin ich auch nicht. Dann muss ich erstmal Gerissenheit 1 hochskillen. Okay. Meisterdieb. Gerissenheit 8. Diebeskunst plus 2 später. Später. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Das weiß ich. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Okay. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Das wissen wir ja schon. Okay. Ich muss... Warte! Ups. Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Ja, hier, nimm. Hier, hast du was? Hehehe, sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. So, dann haben wir dem den Grog gegeben. Ich hoffe, das bringt uns noch Vorteile. Hi. Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Ich hab gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Sag ich. Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Zeig mir die Sachen. So, altes Lederkopftuch, Lederhemd, altes Hemd, bunte Hose. Das hört sich ja richtig, richtig toll an. 500 Gold haben wir. Wir haben erstens zu wenig Gold, um uns Taschendiebstahl beizubringen. Und zweitens, wenn wir das jetzt alles kaufen, oh Mann. Mit groben Zwirn wurde eine kugelsicher, kugelfest, bunte Hose, altes Kopftuch. Ich würde sagen, das Hemd nehmen wir mit, oder? Nehmen wir gleich das geil besser. Die Hose nehmen wir mit, das Kopftuch nehmen wir mit. So, danke dir. Sollen wir nicht so rumgeizen, was das betrifft. Ausrüstung, linke Hand, nichts. Kopftuch. Oh, sehen wir. Oh, sieht das sieht doch so, oh, sieht das geil aus, wow. Lederhemd, Beine, die Hose, Füße haben wir nichts, Ohrringe haben wir noch nichts, Amulett haben wir nichts, Ringe haben wir nichts, haben wir nicht noch mehr, haben wir nur die drei Sachen. Wow, Goldwert ist ja echt, wow. Egal, besser als nichts, seien wir mal ehrlich. Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Ah, und wir sind so nett und geben ihm ein bisschen was zu trinken. Ist doch mal was. Wir speichern, wir schleichen, wir gehen an die Kiste. Wir gönnen uns das Zeug hier drin. Wir gönnen uns noch den Käse. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Okay, Entschuldigung, ich wollte nur deinen Käse haben.
So, die Pflanze nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist alles nachher gut für Alchemie, schätze ich. Was haben wir hier hinten noch? Nichts. Okay. Immerhin konnte ich mich da durchbuggen. Ich hatte schon Angst, dass das schief geht. So, wir brauchen Geld. Wir brauchen unbedingt Geld und dann würde ich Gerissenheit hochskillen. Aber erst brauchen wir Geld, damit wir dann Tassendiebstahl lernen können. So, hier sind die Baracken. Hier werden wahrscheinlich nachher die Typen schlafen. Gehen wir erstmal in die Kiste. Dreckiges Hemd. Wow, das hätten wir... Da hätte ich mir das Zeug eigentlich bei dem sparen können, hätte ich das gewusst. So viel dazu, danke. Die Karaffe nehmen wir gleich mit. Verkaufen. Wir wollten noch ein paar Sachen verkaufen. Wir haben ja jetzt noch... die Kerzenständer und sowas. Oh, nehmen wir mit. Hier mal kurz drüber gucken. Da haben wir noch eine Pflanze. Vielleicht können wir damit ein bisschen Geld machen. Und hier sieht es aus, als ob man da graben könnte. Ein Truthahn. Können wir die töten? Ruhm plus 20, geil. Ruhm plus 20, geil. Ruhm plus 20, geil. Rohes Geflügel, rohes Geflügel und rohes Geflügel. Und hallo Goldklee. Und sogar noch eine geheime Kiste. Läuft? Ich würde sagen, das läuft. Grob Proviant, 10 Gold, nehmen wir alles mit. Da rechts ist noch eine Höhle. Ne, da wären wir vorhin entlang gekommen, wären wir hier entlang gegangen. Hätten wir das gleich gemacht, dann hätten wir das Hemd vielleicht sogar vorher entdeckt. Jetzt ist es so. Wir gehen jetzt nochmal da hoch. Ich will gucken, ob man bei dem Typen eigentlich auch Sachen verkaufen kann. Das würde mich mal interessieren. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir die Sachen. Verkaufen. Du kriegst von mir dreckiges Hemd, dafür kriege ich 15 Gold. Das ist doch was. Das Hemd hätte ich wahrscheinlich den geben können. Der hätte das gebraucht, oder? Bin ich jetzt bescheuert. Silberpokal ist schön verziert und sicherlich eines wert. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Karaffe verkaufen wir. Den Goldbrocken behalten wir mal. Muschel. Da können wir vielleicht nachher noch was kriegen. Die Leuchtkugel. Die Leuchtenfühler des Sandteufel. Da behalten wir jetzt mal. Ich würde sagen, den Rest behalten wir auch mal. Hoffentlich braucht er das Hemd nicht. Logbuch. Was braucht denn der Typ hier? Küchenhöhle. Ah, nee, das ist es nicht. Doch. Die Wächter, der Sachen abgenommen, Kopftuch, bla bla bla, schwarze Perle, Stiefel. Ich habe Kater Lagos Hemd abgekauft. Wenn ich das jetzt ausziehe, kann ich das ihm dann geben? Wie komme ich an die Perle? Tja. Okay, noch nicht. Das ist Lagos Hemd, oder was? Zeig mir die Sachen. Das Hemd, wo ich da gerade eben verkauft habe, hoffentlich hätten wir das nicht noch für irgendwas gebraucht. Naja, wir gucken jetzt erstmal. Also tagsüber komme ich auf jeden Fall in die Baracken nicht rein zum... Kann ich mich hier reinschleichen? Oh. Raus hier! Entschuldigung, Entschuldigung. Hau schon ab! Da können wir nicht rein. Dann gehen wir jetzt mal zu den Typen hoch. Wir haben ja jetzt ein Hemd an. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit die Fuego sprechen. Dann gehen wir mal da hoch. Wie ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen.
Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Was für ein Assi, und du lässt es dir gefallen. Was für ein Scheißtag. Wohin fährst du jetzt? Sobald wir unsere Vorräte an Bord haben, fahren wir zurück zur Schwertküste. Alle paar Monate fahren wir Caldera und Takarigua an, um neue Männer mitzunehmen und Sklaven abzuliefern. Ich hoffe, unser Stützpunkt steht noch. Bestimmt. Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Bisher sind nur wenige Männer und Frauen dort. Wir haben ein kleines Gebiet an der Ostküste gesichert und konnten es bis jetzt erfolgreich gegen die Wilden verteidigen. Der ganze Dschungel ist voll von denen. Wenn wir welche fangen, bringen wir sie als Sklaven hierher. Unsere Waffen sind ihren überlegen. Aber sie benutzen schwarze Magie. Da muss man mit allem rechnen. Okay. Ihr bereitet die Evakuierung Calderas vor, richtig? Nicht nur das. Die alte Welt wurde durch den Krieg der Titanenlords fast völlig zerstört. Sie haben die Magie der alten Tempel benutzt, um ihre Titanen zu beschwören. In der neuen Welt gibt es auch solche Tempel. Einer davon steht an der Schwertküste. Wir sind da, um den Tempel zu beobachten und zu verhindern, dass jemand seine magische Macht entfesselt. Sonst sieht es in Arborea auch bald so aus wie auf dem nördlichen Kontinent. Gut zu wissen. Und jetzt dürfen wir mit diesem Drecksack hier auch noch reden. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Ja. Ich komme mal gucken, ob wir die noch runterhandeln können. Roquefort hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön. Er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Okay. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Arborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Oh. Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Gold. Das ist doch schon was. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Roquefort mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Ja, würde ich auch sagen, hä? Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du? Ich bringe die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle 3 Köpfe bringst. Das kriegen wir hin. 600 Goldstücke hört sich doch schon viel, viel besser an als nur 300. Ja. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie. Ja, dann gib sie mir halt. Ah, genau. Wenn ich mich auf der Insel verlaufe, kommt dein Brief nie an. Ein gutes Argument. Ich werde dir die Karte kostenlos. Ja. Schließlich wollen wir ja, dass du sicher ankommst. Richtig so, genau deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich bin glücklich. Zeig mir dein Angebot. So, wir haben 345 Gold. Was hat der Uhrring des Duellanden? 2 kurze Klingen aus der Zeugen von Geschmack.
Perlenohrring, fasziniert, Silberzunge plus 5, Perle plus 3 Stück, Rubine, edle Schuhe, weiße Hose. Das sind, hätte ich mal gleich hier eingekauft, weil das sind richtige Sachen. Die hätte ich gebrauchen können. Allein schon die Weste, die ist richtig gut. Das Hemd ist richtig gut. Ne, das ist nicht richtig gut, aber doch, das ist richtig gut. Wir brauchen Geld, wir brauchen definitiv Geld. Wir haben bis jetzt noch gar nichts groß erreicht. Aber immerhin. Haben wir jetzt Map die Karte? Ja, wir haben hier die Map. Wahrscheinlich ist das Piratenlager das da hinten. Wir sind gerade hier. Hier haben wir uns ja schon umgeguckt. Da drüben waren wir auch schon. Da waren wir noch nicht. Wir müssten eigentlich hier so entlang irgendwie entweder durch die Höhle durch und hier wieder raus. Und dann wären wir am Lager. So weit ist es ja nicht. Mal gucken. Naja, viel haben wir die Runde jetzt auch noch nicht geschafft, aber ich finde, es ist ein guter Anfang. Okay, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, bei Let's Play Risen 2. Und ich bin mehr als zufrieden bis jetzt. Macht Spaß. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.